Willkommen zum Jahresrückblick, diesmal mit Hermann Regensburger, Ehrenbürger der Stadt Ingolstadt und nach eigener Aussage Politrentner. Genau so ist es. Hermann, wir sind per Du, sollte man nicht Ja, verhehlen, klappt machen uns wir sonst eh so. keiner. Politischer Rückblick, Schlagzeile heute ist große Aufregung wegen einer Ausschusssitzung heute Nachmittag noch, weil der Vorsitz im Ausschuss gewechselt hat. Ich habe den Sepp Mittelbeck vorhin gerade auf der Straße getroffen. Er ist geknickt, habe ich den Eindruck. Es scheint unklar zu sein, wer ihm mitgeteilt hat, dass er nicht den Ausschuss führt. Ist das eine Frage von Bedeutung? Ich habe den Eindruck, und zwar komme ich gerade von einem Stammtisch auch, wo Mittelbeck sogar da war und auch andere politische Akteure, dass das Thema außer den unmittelbar Betroffenen kaum jemand interessiert. Das sind Marginalien, die an der Bevölkerung, an den Wählerinnen und Wählern vorbeigehen. Bleibt aber insbesondere nach der Berichterstattung in den Medien nicht vielleicht so ein bisschen der Eindruck hängen, die CSU missbraucht ihre Macht oder sagen wir so, macht alles, um Macht auszuüben, notfalls auch politisch nicht korrekt, auch wenn es juristisch korrekt ist? Also ich glaube, dass es nicht nur juristisch korrekt ist, sondern auch politisch korrekt. Denn die Verteilung des Vorsitzes in den Ausschüssen ist ja passiert, als die FW mit der CSU die sogenannte Rathauskoalition gegründet hat. Mittelbeck ist zwischenzeitlich von der FW ausgeschieden und ist jetzt bei einer anderen, bei einer Konkurrenzpartei. Dann kann man ja nicht davon ausgehen, auch politisch gesehen, dass er seine bisherigen Funktionen, die unter völlig anderen Voraussetzungen ihm gegeben worden sind, beibehält. Irgendwo kann man sagen, die Geschäftsgrundlage von damals ist nicht mehr gegeben. Aber hätte man das dann nicht schon früher machen müssen? So schaut es halt ein bisschen blöd aus, sagen wir so. Gut, ich habe da jetzt nicht das Insiderwissen. Es war wohl so, dass Mittelbeck im Regelfall auch koalitionstreu, sage ich mal in Anführungszeichen, sich verhalten hat. Wenn das in diesem Fall nicht der Fall ist und wenn es um eine wichtige Entscheidung wohl geht, das ist ja diese Personalie, dann muss man auch einmal eine andere Lösung finden. Das Heilig-Geist-Spital war ja in diesem Jahr, wenn man da auch ein Thema. Ist, sagen wir so, insofern die Kuh vom Eis? Beim Heilig-Geist-Spital scheint, dass die Kuh ziemlich vom Eis ist, weil der neue Geschäftsführer ja offensichtlich von allen Parteien und Fraktionen anerkannt eine sehr gute Arbeit leistet. Aber natürlich steckt dieser Fall den Politikern schon in den Knochen drin. Sondern es war ja so, dass hier einfach betriebswirtschaftlich lange Zeit nicht so gearbeitet wurde, wie eigentlich gearbeitet werden soll. Und ähnlich könnte es ja bei der Waisenhausstiftung passieren. Also nach meinem Informationsstand ist es so, dass sie jemanden suchen, der eben auch betriebswirtschaftlich die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Und deshalb jetzt das Vorhaben, dass man zunächst einmal eine Geschäftsführung auf 2 Jahre zur Probe einstellt. Was waren aus deiner Sicht so noch große Themen in diesem Jahr? Ja, die Kammerspiele haben uns ja das ganze Jahr eigentlich beschäftigt. Dann war die Donauquerung ein heißes Thema. Das waren wohl die beiden Hauptpunkte jetzt sachlicher Art, sonst ging es ja um atmosphärische Dinge. Donauquerung, du bist Mitglied der CSU oder hast eine gewisse Distanz. Wo steht da die CSU? Ich glaube, die CSU steht im Moment dazu, dass einfach eine mögliche Trasse freigehalten wird. Ob das nun eine Untertunnelung irgendwann wird, ob das oben drüber geht, das ist nach meiner Einschätzung noch völlig offen, aber man sollte eine Trasse nicht verbauen. Kann es ja sein, dass es gar nichts wird, weil zum Beispiel die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie schrumpfen und man sagt, man braucht es gar nicht mehr. Auch das ist natürlich drin, aber trotzdem muss man für den Fall, dass man sie braucht, die Trasse freihalten. Das ist ja schon einmal anders gelaufen, wo man jahrzehntelang die Gustav-Adolf-Straße und so weiter freigehalten hat und dann zugebaut hat. Geht die CSU nach deiner Meinung in den Wahlkampf mit der Aussage, wir sind dafür, die Trasse freizuhalten für die Das glaube Donauquerung? ich sicher. Glaubst du sicher, Ja, also ist ein ja, Pralala. ja. Weniger eindeutig ist vielleicht die Haltung bei den Kammerspielen. Nur bei den Kammerspielen gibt es ja einen genauen Fahrplan, der vom Stadtrat einhellig beschlossen worden ist, dass zunächst diese Realisierungsstudie abgewartet werden muss, wo dann nochmals belastbare Zahlen, Daten, Fakten auch erarbeitet werden. Und dann soll nach meinem Informationsstand wohl noch der alte Stadtrat, aber nach der Wahl im April entscheiden. Da muss ich sagen, Fehler bei der Vorbereitung. Ich habe nicht erfragt, ob jetzt Ende November war Frist für die Architekturbüros, die ihre neuen Machbarkeitsstudien volkstümlich gesprochen eingereicht haben. Was wahrscheinlich jetzt auch Ich nicht, habe keine ne? Ahnung. Müsste man nachfragen. Also Kammerspiele, eine Wette, was wird der Stadtrat beschließen an diesem Standort?
Ich gehe davon aus, dass der Standard bleibt. Dass er bleibt, okay. Ansonsten Atmosphärisches wird ja gelegentlich beklagt. Ist es wirklich so schlimm oder sind die Medien oder die Beteiligten nur sensibilisiert? Es ist tatsächlich, wenn ich vergleiche, wie es vor 30, 40 Jahren war, die ich ja live noch erlebte, aber wesentlich schlechter geworden. Wir haben auch uns befetzt, wenn ich an den Franz Götz denke, der mein Widerpart gewesen ist als Fraktionsvorsitzender. Wir hatten heftige Diskussionen, aber danach konnten wir uns noch zusammensetzen. Wir hatten keine persönlichen Fäden. Und das ist heute anders, dass man sich persönlich auch dermaßen angreift, dass eigentlich eine vernünftige Zusammenarbeit in einigen Bereichen kaum mehr möglich ist. Gibt es eigentlich öfters einen Ordnungsruf oder wie es vor kurzem der Thomas Töne sich noch verdient hat, also Herr Streeck gesagt, so kurz vor Ausscheiden aus dem Stadtrat, gibt es das öfter? Das ist ganz, ganz selten passiert nach meiner Erinnerung, vielleicht einmal im Jahr, aber mehr freundschaftlich als ernsthaft. Wie war es diesmal? Warst du nicht dabei? Ich war nicht dabei, nein, Livestream gibt es ja leider nicht, so kann ich die Sitzungen nicht verfolgen und 10 Stunden reinsetzen mag ich natürlich auch nicht mehr. Also es war, glaube ich, der Begriff Oberstbürgermeister. So ist es. Wobei ich sagen muss, ist das eine Beleidigung? Ja, wenn man nur Oberstleutnant war, dann ist das vielleicht eine, naja. Okay, gut. Ja, jetzt ist der Stadtrat in der Weihnachtspause. Was steht denn für den restlichen Stadtrat jetzt noch auf dem Programm, wenn Sie, also die restliche Zeit, bevor es dann die Neuwahlen gibt? Gibt es da noch ein Thema, was polarisieren könnte? Ich wüsste keines aus dem Stand. Es gibt ja wahrscheinlich nur noch eine Sitzung, vielleicht die zweite dann noch im April nach der Wahl. Ja. Ich weiß kein Thema, das da nochmal Wellen schlagen könnte. Was sind denn deiner Meinung nach die Themen, die überhaupt jetzt diesen Wahlkampf bisher geprägt haben oder prägen könnten? Das ist eigentlich ein Problem, dass es überhaupt kein zentrales Wahlkampfthema gibt. Es sind meist diese atmosphärischen Dinge, die ja auch in Donaukur und in anderen Medien immer wieder aufscheinen, ja, dass jemand nicht genügend sich informiert fühlt, nicht genügend eingebunden fühlt. Aber das sind lauter Randthemen, die Bevölkerung nicht interessieren. Die wollen Kindergärten haben, die wollen Schulen haben, die wollen Straßen haben und nicht dieses kleinkarierte Hickhack, das im Stadtrat leider läuft. Glaubst du, dass der Prozess von Alfred Lehmann, der Strafprozess, der ja einen Großteil des Jahres die Presse auch dominiert hat, die Medien dominiert hat, eine Rolle beim Ausgang der nächsten Kommunalwahl spielen könnte? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine gewisse Rolle spielen wird. Denn es ist ja wirklich monatelang immer wieder auch in den Medien zelebriert worden. Allerdings hoffe ich, dass der Wähler so fair ist oder so klug, dass er sagt, das war ein Vorgang von gestern. Ich beurteile die einzelnen Parteien nach dem, was sie heute machen und für die Zukunft in Aussicht stellen. Es war übrigens fast vor genau 4 Jahren, als mit der Anzeige des Ombudsmanns das Ganze ins Rollen gekommen ist. Hat 4 Jahre gedauert, also 4 Jahre praktisch die Medien beschäftigt. Ja. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Bis demnächst, wir werden das fortsetzen. Gerne. Auch unterwegs beim Stammtisch mal oder sonst dabei. Hermann und Hermann. Hermann, danke. Okay. Ja.